Also jetzt chillt, holt euch eine Tüte Chips oder was zu trinken. Das wär's jetzt, ne? Was zu trinken? Eine Tüte Chips? Ich wär einfach was zu trinken. Was willst du denn haben? Irgendwas, was Flüssiges. Was Flüssiges? Aber sag's noch ein bisschen. So, wer jetzt dran ist, sag's mir, also bitte meinen nächsten Gegner. Bro! 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 Der ist sogar gerade anwesend und ist. Und aktiv. Habe ich bloß ein FC schon drin? Ich glaube nicht. Ein Glück war die leer. Na, gut. Du willst das Kaltes? Was Kaltes, was Warmes. Oh, was wird denn das jetzt hier? Bro, ich brauche den FC. Leute, ihr macht einen Stress. Echt, ey. Ich hoffe nur für dich, wir haben noch Chips und du hast nicht alle weggefressen. Ich kenne. Es gab Bauchspeck und es gab Schweinenackensteaks. Und selbstgemachtes gegrilltes Gemüse. Das war auch ganz lecker. Bro, wie ist denn dein Ingame-Name? Was Besseres Kaltes kann ich dir gar nicht anbieten. Oh, aber so eine Eistee. Oh, ich müsste mal pissen gehen. Ich kann mir so gegen Bro lenken, das ist eine kurze Pinkelpause. Das ist jetzt mein fünfter Kampf. Ah, also jetzt bist du das doch. Schon. Der Boss, okay. Das sollen wir jetzt mal sehen. Na, dein Glück. Dein Glück. Aber knirst du jetzt hier nur rum, ne? Da hol ich mir halt eine Schüssel. Ist mir auch genau, hol eine Schüssel, bitte. Aber das ist meine Schüssel. Vergiss es, sie kommt in die Mitte. Nee. Na doch. Nee. Briggs, du musst aber mal noch kurz... Die 7-Up, die steht noch im Kühlschrank. Oder vom Kühlschrank. Du müsstest mal noch kurz genau, psychotropisch verursachtes Stress nennen. Ja, schwere Gott, deine Arbeit ist überstanden. Och man. Bro? Nee. Briggs muss noch kurz warten. Wir müssen dich dann noch in die Liste eintragen zum Kämpfen. Gebäschsort hast du mich? Ich hoffe nicht. Für dich. Du, ne? Ja? Hast die ganzen Chips-Tüten leer gefressen. Na und? Nee, nicht na und. Ich glaube, das ist nicht, das stimmt nicht. Das ist so. Das ist jetzt mein. Damit Ende. Ja, Tom, wir müssen aus den Worten, das werden jetzt langsam ein bisschen viele. Was? Kämpfen, oder? Ja. Möglich? Vielleicht. Wir müssen gucken, wie es nach dem 8. Kampf ausschaut. Los, kämpfe. Weil Briggs will auch noch. Na, wollen wir noch? Ja, deswegen. Wir haben jetzt Kampf 5, ne? Ich glaube. Ich habe nicht mal Mega-Pokémon eingesetzt und noch nicht mein Chaterra. Zelma würde auch gerne kämpfen. Leute, ja. Lasst. Wenn das Swagger-Klefki ist, dreh ich durch heute. Lasst einfach ein Follow da und ich mache auf alle Fälle nächste Woche wieder Streams. Weil das werden langsam so viele, die hier kämpfen wollen. Ich muss euch irgendwie alle abfertigen können. So. Ja, da ist Swagger gebannt. Aber weiß ja nicht, was hier kommt. Ich wollte sagen, heißt nicht, dass die Leute es nicht spielen. Deswegen. Ne? Ich hatte gestern auch einen Kampf mit. Hallo? Chips in der Mitte. Nee. Doch. Du hast genug von denen schon gefressen. Oder halt nicht. Unter einer Bedingung. Sollten die leer sein, ne? Ja. Und man hat ja noch das Bedürfnis, aber du hast der Heftige. Ja. Hast du die Tortilla-Chips mit dem Käse-Dip freigegeben? Von mir aus. Gut. Da ist die Vorteile gegen Klefki. Na klar, Klefki, hallo! Na klar, komm, na klar, Björn. Das war doch so klar.
Was? Ich muss mir meinen Abendsnack sichern. Genau, Chipsmonster. Das passt ganz gut, ey. Komm mal, Eisenabwehr, Alter. Was ist denn das für ein Set? Das habe ich auch noch nie gehört. Alles meine Chips. Okay, Ultra. Terra. Regentanz. Ah. Hat er Sumpex? Bestimmt. Der wird so ein Packs durchsweepen, ne? Na klar. Knusperbiemann, genau. Meinst du, da reicht eh, ne? Keine Ahnung. Sein schwarzer Tank ist auf jeden Fall gut weg. Dann machen wir so. Hm? Sein schwarzer Tank ist auf jeden Fall gut weg. Und Lockpolish geht um plus 2. Also bin ich jetzt bei plus 6. Dann ist gerade ein plus 6 in den Chat her draußen. Ja, das ist so eine fucking schnelle Schildkröte. Schnelle Schildkröte. Muss halt nur überleben. Prophylaxe, ohne Spaß. Regentanz auf Bronzong geht übelst ab. Ich hatte früher eine Stahlarena in dem Forum und da habe ich echt Regentanz auf Bronzong gespielt und es hat einfach gepasst, weil die halt die ganzen Fahrattacken geschwächt haben. Das ist so geil. Der ist doch Flug, oder? Ja. Triff. Oh, der geht so nicht down. Scheiße. Genau, wenn du mit dem Monostahl-Team Regen spielst, hast du einen Torsch übelste Vorteile. Ach ja.
kannst du auch ein Team spielen mit Bronzong als Regentänzer, Quaxu, der Niesel hat. Mhm. Dann spielst du halt Dragoran speziell mit Orkan, Donner und Surfer. Dann spielst du den Toxiquack, einen Kapaloris und noch irgendwas. Was Wassertempo im besten Fall. Mega Sumpex. Das ist ein gutes, schlagkräftiges Regentanz-Team. Ja klar, knuspern wir am Start. Hallo? Los, flinch jetzt das Vieh. Sehr schön. Ja, Luftballon auf Schwebemann ist natürlich echt japanisch. Das habt ihr schon gesehen. Also nach dem Match muss ich erstmal pullern gehen. Das geht aber gar nicht. Aber wer spielt denn heutzutage noch Erdanziehung? Du, es gibt Japaner, die spielen Sets. Das glaubst du gar nicht. Selkas, du hackst spielentscheidend. Das ist mies. Kommt jetzt der Polnisch? Auch kein Dio. Lass das. Na, tolle Redlichkeit. Lass das Bandit Morning Sun Akali raus. Bitte, danke. Specs und Crit bestimmt. Das Ding werde ich wohl verlieren. Es wäre so schön aus Flip geworden mit meinem. Schalterra. Mhm. Oh nein. Was Choice Scarf kam mein Vanilla. Ist okay. Ja, das Ding hat einen Luft geben. Ja. Ja. Ist so. Lass mich in Ruhe. Scheiß Klefki. Na, Vanilla ganz klar. Kundemon als Mega. Volona, Hundemon als Mega. Sandy finde ich immer schwierig. Gibt wenig, die davon profitieren. Kokowai. Auf alle Fälle. Weil Kokowai ist cool. Was gibt's noch, was gut in Sonne ist? Genau, Bisaflor. Bisaflor ist natürlich auch nicht schlecht. Megaglor Y?
Wenn du schon mega Hundemund dabei hast, nutze mir. Hundemund? Ja, achso, das ist halt mit, Park, ne? Mit Hundemund, ja, okay. Genau. Ich bin so leise, weil ich esse. Ja. Was wie dieser Flo mit Wutanfall halt sein muss oder mit Wahlband. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist bestimmt krass. Na klar, kommt jetzt Klavier und das war doch klar. Jetzt kommt ja die Donnerwelle. Ja, Pokémon war drin. Wir sind schon vorbei. Hm? Ach ja. Wie ich Klefki hasse und so ein Mist, ey. Ich würde rausgehen. Mir ist gerade ein Chip runtergefallen. Ich weiß. Yeah, wir verlieren! Wuhu! Aber naja, scheiß drauf. Das war von vornherein schon glaube, als ich das Kläffchen gesehen habe. Ja. War mir schon klar, dass da irgendwer schon Mist kommt. Es gibt Pokémon, die willst du einfach nicht haben. Genau. Ach ja. So, ich gehe jetzt pinkeln. Prophylaxo ist nicht. Prophylaxo. Da bin ich auch schon drin. Wer sein 700. Sieg werden? Ich glaube nicht. Ich mache mal kurz meine Facecam aus, damit ihr mich jetzt nicht in meinen hübschen Hosen seht. Wow. Bis gleich.